So, hallo liebe Freunde, ja und herzlich willkommen zu Part 7 von Let's Play Sleeping Dogs. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir zu tun? Wir haben letztes Mal die Jade-Statue gefunden, als wir Popstar beschattet haben. Hier, da ist auch gleich die Aufgabe, die Jade-Statue zurückbringen, ja, in das Dojo oder wie man es auch nennt, um dort eine neue Fähigkeit zu lernen. Und außerdem noch was viel cooleres. Nein, cooler ist es nicht, aber wir können uns gleich drum kümmern. Wir haben ein Upgrade. Nämlich, wir haben einen neuen Level bei Cop erreicht. Sprich, für Polizei genügend Punkte gesammelt. Okay, das hier ist noch gesperrt, also müssen wir etwas von denen hier auswählen, von den beiden. Actionausstieg. Way kann in Zeitlupe ziehen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Klingt geil. Zeitlupenfolgeangriff. Oh Gott. Hat Way eine Schusswaffe in der Hand, können sie in Zeitlupe ziehen, indem sie LT halten, nachdem sie einen Gegner entwaffnet oder mit einem Nahkampfangriff getroffen haben. Ich finde, das mit dem Auto klingt geiler. Und das hier es ist sowieso egal im Moment. Ich habe bis jetzt noch keine Schusswaffen gesehen und ich denke, die kommen jetzt noch nicht. Irgendwie, das habe ich nicht so im, das habe ich so ein Gefühl irgendwie, dass die Zeit noch nicht reif ist. Ja, fahren wir jetzt einfach mal zu unserem lieben Freund. Ich habe seinen Namen vergessen. Und holen uns unsere Fähigkeit, die wir durch die Jade-Statue bekommen, oder unseren Move. Mal sehen, was da zur Auswahl steht. Mal sehen, ob ich es auch schaffe, ohne eine Markierung zu setzen, sondern, ja, okay. Oh, das Dojo ist ja direkt nebenan. Ich glaube sowieso, dass die Welt von Sleeping. Oh, da braucht jemand. Braucht da jemand Hilfe? Nee. Ach so, klar, das ist ein Polizist, aber ich trottel. Ja, ich habe gerade nicht nachgedacht. Scheiße. Ja, mit den Bremsen muss ich erstmal klarkommen. Ja, so lange spiele ich ja eigentlich noch gar nicht. Ich spiele nur mit euch zusammen. Und das waren ja erst 3 Stunden. A snake. I am grateful. I promised myself I wouldn't train members of the triads anymore. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the triads? Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? We don't need to. I knew you well once. I don't believe people change that much. I appreciate your faith. What would you like to learn? Ah, na endlich. Was haben wir denn hier? Den haben wir uns ja schon mal angeguckt, den Move. Angriff nach einem Tackling. Halten Sie A plus B und X. Verstehe ich gerade nicht, aber ich weiß nicht, klingt irgendwie ein bisschen doof. Ich will mal sehen, was haben wir denn da oben. Das hier können wir noch nicht haben. Dafür reicht scheinbar unsere Anzahl an Statuen nicht aus. Also wahrscheinlich muss man erst 4 Statuen gefunden haben, damit man dann mit dieser einen Statue, die man dann als 5. Statue logischerweise findet, das hier freischalten kann. Also es scheint wirklich. Ah nee, ach, das ist Schwachsinn, was laber ich denn hier? Man muss einfach den Zweig hier besetzt haben, weil wir hier das hier noch nicht freigeschaltet haben, können wir das auch noch nicht haben, logisch. Wofür gibt es sonst das Zweigsystem? Ich bin mal wieder ein bisschen blöd. So, was haben wir denn hier? Ein Folgeangriff auf betäubte Gegner. Ah, ihr Knieangriff betäubt Gegner. Das scheint daraus zu resultieren, wie es ausschaut. Wollen wir doch mal gucken. Lernen wir das mal. Ja, genau. Das hier ist jetzt der Knieangriff bis zu dem Punkt, scheinbar. Und wenn ich. Ah, scheiße. Ich glaube, das war es. Es wurde nur ein bisschen blöd gerade angezeigt. So. 2 Schläge halten und einen Schlag aus deinem. Genau so muss es sein. Ja, das ist einfach der Knieangriff, den wir erlernt haben. Und dann noch einen letzten Schlag danach, der nochmal richtig rau, was will ich sagen, reinhaut. So. Kann ich euch jetzt einfach auf jede erdenkliche Art platt machen? Boah. Alter. Scheiße. Boah. Jetzt reicht's mir aber. So. So, bitteschön. Herrlich, hat mir gefallen. Ich glaube, ich habe den Controller gerade zu heftig am Mikrofon gehalten. Ich hoffe, ihr hört jetzt dieses enorme Tippen nicht. So, liebe Freunde, Belohnung freigeschaltet, Betäubungsfolgeangriff. Geiler Move. Freue ich mich, dass wir den haben. So, was machen wir als nächstes?
Leute, wir haben wirklich die volle Auswahl. Wir können alles machen, weil ich verdeutliche es euch nochmal. Das ist immer eine schöne Sache, das ein bisschen zu zeigen. Wo war's denn? Absolviert. Ja, es gibt fest angelegte Gefälligkeiten. Wie es scheint, sind Gefälligkeiten nicht einfach zufällig generierte Quests, sage ich mal. Sondern das sind wirklich 36 Gefälligkeiten und das war's dann. So eben auch irgendwelche Jobs, von denen ich noch gar nicht weiß, was es sein soll. Ja, eben die Missionen, die wir für die Undercover-Welt erledigen und die Kameras, die wir hacken. Abgeschlossene Fälle, damit ist der Fall gemeint mit Popstars. Popstar, den wir, der nun leider getötet wurde, aber es war eine Polizeiakte, ein Fall, den wir erledigt haben. Ja, und da gibt es jede Menge Sachen, die alle eindeutig in der Statistik gelistet sind. Und jetzt frage ich mich an der Stelle. Oh, hier haben wir sogar die Pickup-Anzeige, ebenso Gesundheitsschreine und Tresore. Aber was ich viel wichtiger finde. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? So. Es gibt eine Undercover-Zentrale. Da machen wir scheinbar die Fälle für die Polizei. Es sind ja noch 3 Fälle übrig. Und nebenbei auch noch die Drogenrazzien, sage ich mal. Ja, eben mit den Kameras anbringen und so immer wieder. Das kennt ihr ja schon. Und natürlich noch die Mission für die Unterwelt. Ich würde jetzt mal gerne kurz sehen, wo ist denn diese Undercover-Zentrale? Wo steckt die? Kann man die nicht suchen? Ich zoome mal. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ich die finde. Wo ist die? Ist die noch gar nicht freigeschaltet? Also der zweite Fall, wie es ausschaut, nicht. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal die nächste Mission, ne, für die Unterwelt. Warum nicht? Lang genug habe ich geredet, jetzt geht's mal los hier. Scheiße. Boah. Also mit dem Motorrad zu fahren ist schon weitaus angenehmer. Kriegt man nicht immer so einen Arschtritt. Wartet. Nochmal zurück. Scheiße. Fischklops. Das will ich mal unbedingt. Vor einer Mission können wir uns ja nochmal einen Bonus verschaffen. Unser Leben ist ja voll vorhanden, aber ich würde mal gern wissen. Ah, Gesundheitsregeneration. Fischklops, sehr lecker. Habe ich noch nie gegessen. Werde ich auch nie. So, jetzt machen wir die Mission. Wir brettern mal voll rein, das finde ich so spitze. Man fährt mit Highspeed und jetzt... ja, könnte man doch so bremsen, ne? So. Get over here now. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Hom Gartan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. So, auf zum Bam Bam Club. Bam Bam. Bam Bam. Ich glaube es nicht. Ein Kabel lag hier gerade rum, das habe ich bewegt. Es hat ein bisschen den Fuß vom Mikrofon, vom Standmikrofon gestriffen und das wurde aufgenommen. Ihr wollt mich doch... Oh mein Gott, und das Kabel liegt auf einem Stück Bonbon, also Bonbonpapier. Und das knistert und das nimmt auch das Mikrofon auf. Ist das empfindlich? Ich muss ganz kurz dieses Papier entfernen. So, jetzt ist es weg. Gott sei Dank, wir fressen hier nochmal was. Eine Eiscreme? Ja, gerne. So. Dankeschön. So. Hallöchen. Überzeugen reinzukommen, schon mal. What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. So, nein, nein, ich bin völlig clean. Waffen clean. Ja, lass mich mal durch. So, was haben wir denn hier? Ah, ich sehe schon, ziemlich geiler Club. Benny ist im VIP-Bereich. Statuiere ein Exempel. Alles klar. So. Was haben wir denn hier? Mit dem VIP-Türsteher reden, okay? Leute, ich liebe Sleeping Dogs immer mehr. Es ist so schwer zu beschreiben. Es ist nicht die Grafik oder irgendwie nicht direkt auch die Story,
die natürlich auch gut gemacht ist, ist einfach die Atmosphäre des Spiels. Es macht richtig Spaß einfach. Die Atmosphäre, es kommt mir einfach alles so lebendig vor und es ist einfach so geil gemacht. Das war jetzt sehr grob gesagt, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Hey Buddy, VIPs only. Überzeugen. What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Oh Mann, da wollten die ihm gerade ein paar Tacken zustecken und da lehnt er das ab. Hallo. Willst du meine Animierdame sein? Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. Okay. Los geht's. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Come on. Sing me a song. Wie bitte? Für Tiffany Karaoke singen? Oh mein Gott. Lied wählen, I fought the law. Oh mein Gott. Man kann hier echt Karaoke singen, ist ja wohl übelst geil. I fought the law, kenne ich nicht. Was muss man hier machen? Ah! Moment mal, der Song kommt mir bekannt vor. Ah, es ist ganz einfach, Leute. Man durchschaut es sofort. Wenn man den Stick einfach nicht berührt, befindet sich der Pfeil in der Mitte, sonst zieht man ihn einfach nach oben oder unten. Ja, okay, gerade habe ich ein bisschen gespackt. Den Song kenne ich irgendwoher, aber woher? Oh Mann, woher kenne ich diesen Song? Ist ja geil. Das ist ein richtig cooler Modus, finde ich. Ist echt lustig gemacht. Solange es nicht zu viel Speicherplatz verbraucht auf der, auf dem kleinen Datenträger, den Xbox zu bieten hat, genannt DVD, habe ich kein Problem mit. Also, dass die Datenmenge meist, dass man meist drei DVDs einsetzt, ist nicht so schön, aber ich finde, da kommt das Spiel immer größer rüber, wenn man gleich drei DVDs wie in Final Fantasy 13 bekommt. gut, ist mir eigentlich dann egal, wenn sonst drei DVDs sein. Na gut, das Spiel ist da und das ist in Ordnung so. Wenn auch Blu-ray manchmal eine bessere Leistung bringt, da kommt DVD nicht gegen an, aber gut. Okay, ja, wir haben es geschafft, 97%. Ist eine nette Sache. Woher kenne ich diesen Song? You're actually really der kam mir so bekannt vor. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talked to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Wie sie ausflippt. Hallo. Gefällt Manister das, was er da sieht? So, hey. Hey. Machst du mal bitte... Bye, Wei. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich komme hier nicht... Ich komme hier nicht raus. Hallo? Hallo? Ich... was soll das? Oh, Mann! Och, was sollte das denn jetzt? Da klatscht er mir die Tür in die Fresse und ich komme nicht raus, oder was? So, was mache ich jetzt? Leute, was mache ich denn jetzt? Hab letzten Kontrollpunkt. Ich sehe keine andere Chance. Geringeres Ansehen. Geringes Ansehen. Erreichen Sie Ansehen Stufe 2? Hä? Wieso habe ich jetzt Ansehen Stufe 2 erreicht? Dadurch, dass ich einen Kontrollpunkt geladen habe? Ist ja merkwürdig. So, Leute. Oh, scheiße. Come on. Sing me a song. Oh, Mann. Jetzt kann ich das hier nochmal machen. Wieso haben wir jetzt Ansehen bekommen durch die Aktion? Nur wegen so einem blöden Bug kann ich das jetzt nochmal machen? Ah ja, gut. Hat ja auch alle Spaß gemacht. Ja, ich weiß schon, wie ich den Part dann nenne.
Vielleicht bin ich der erste Let's Player, der einen richtig fetten Bug in Sleeping Dogs gefunden hat. Warum denn nicht? Dieser Song! Jetzt weiß ich's! Vielleicht hat irgendwer von euch den Film schon mal gesehen. Rock'n'Roller. Darin singt dieser Junge das. Johnny. Der singt das als kleiner Junge und kriegt dann erstmal von seinem Vater was mit dem Gürtel übergezogen. Ganz sicher. Ansehenspunkte, dadurch, dass ich einen Kontrollpunkt geladen habe. Ein bisschen komisch, aber gut. Ich habe jetzt gesehen, man kann im Xbox Live Store, kann man irgendwie Triaden und Cop-Punkte kann man da kaufen gegen, ja, logischerweise Microsoft Points. Um ehrlich zu sein, das fand ich jetzt nicht so dolle irgendwie. Irgendwo ist es eine nette Ergänzung, aber die locken die Leute ja richtig, dass sie sich für gutes Geld Punkte kaufen. Und ich weiß nicht, vielleicht nutzt man da irgendwo die Leute auch aus, die Gier. Ich denke, wenn man das Spiel einfach so spielt, da kann man auch an die Punkte rankommen. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, da steckt ein bisschen Geldmacherei hinter. 99%, schön. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, okay. I'm used to a little more. You'd be the person I talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Okay, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört. Das wollte ich mal so erzählen. Es wird ja gerätselt. Es wird ja langsam der Gedanke ausgeklügelt, dass man Spiele umsonst verkauft, um dann online mit den Gegenständen, mit den virtuellen, das Geld zu verdienen. Ist das krank? Wenn ich das schon höre, ich krieg eine Gänsehaut. Das geht doch nicht. Werde ich später zu kommen. Jetzt wird erstmal die Mission gemacht. Who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny! Yeah? Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, that... This isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know and I'll take care of it. Personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Okay, Jungs, seid mal ganz cool. Oh, ich muss kämpfen, ich weiß es doch. So. Oh, scheiße. So, bitteschön. Oh Mann, jetzt meine Nase juckt gerade. So Leute, die können blocken, wie sie wollen, wenn ich diesen Schlag drauf habe. Dann haben sie keine Chance. Na doch, scheinbar schon. So, komm her. Haha, ja. Das gefällt uns. Oh, du Arschloch. Und tschüss. Oh toll, ich hätte ruhig mal die Gegenstände mit einbringen können. Da kommt er, hä? Was willst du haben? Was willst du haben? Oh, wir können gegen das Aquarium. Ist ja geil. Benny, get the fuck out here! Benny, I know you're in there! Noch hier Ärsche, ey. Was soll denn das jetzt? So, tritt. Perfekt. Und befreien. Okay. X schnell tippen. Na, du Arschloch. So. Und bitteschön. Ja, diese Umgebungsmoves, die sind echt wichtig. Boah. So, komm, hey. So, das war perfekt. Jetzt wird nämlich unser Leben regeneriert. Und, müssen wir noch. Moment, war da gerade was? Ein Fisch? Ist ja geil, ein Fisch. Was können wir damit machen? Richtig schlagen? Wo müssen wir hin? Was ist das da? Eine Jadestatue! Ist ja geil. Wir haben eine Jadestatue gefunden, liebe Leute. Tolle Sache. Jetzt können wir uns gleich einen neuen Move abholen, wenn wir die Mission beendet haben. So, Benny, du Arschloch. Wo bist du?
Alles klar. Wir haben volles Leben. Wir haben einen Fisch. Leute, das Glück ist auf unserer Seite. Scheiße. Oh Mann. Das sah krüppelig aus. So, du Arschloch. So, Leute, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Oh, du Arschloch. Geile Sache. Na komm. Einfach schön draufhauen. Schön das Bein gebrochen. Haltet doch die Fresse. Schiss. So, du Arschloch. So, Leute, ich musste mich ganz kurz konzentrieren. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Aber das war gerade keine witzige Sache. So, wo willst du hin? Hm? Schön gegen den Tresen? Bitteschön. Und tschüss. Boah, das gefällt ihm nicht. Und Mann. Oh scheiße, ich rede viel zu wenig. Ich musste mich gerade so konzentrieren. Jetzt ist es eigentlich nur noch ein Lama-Move. Was hält der alles aus, ey? Ja, jetzt reicht's mir. Wo haben wir hier einen Gegenstand, mit dem ich ihn... Aha. Da muss ich ihn ein bisschen rüberschleifen gerade. So, Kumpel. Zieh dir den Sound rein. So. Das war eine schöne Sache. Endlich mal ein bisschen Reaktion habe ich gezeigt. Finde ich gut. So, Benny, wo bist du? Scheiße, noch mehr. Und Schiss. Du Arschloch. Und jetzt du. Na, komm her. So, was können wir hier machen? Dich schicke ich nicht in die Toilette. Oh. Verdrückt. Aua. Oh, ich glaube, jetzt habe ich einen. Oh, scheiße. Der erste Treffer. Alter, lass mich los. Lass mich los. Hä, das können doch nur die fetten Schweine sonst. Alter, geschummelt. Oh, verdammt, reiß dich zusammen, Minister. So, Arschloch. Das gibt's doch nicht. So, Kumpel. Ich hab langsam genug. Boah. Das gibt's doch nicht. So, Arschloch. So, jetzt reicht's mir. Boah, das gibt's doch nicht. So, Arschloch. Jetzt kriegst du was auf die Fresse. So, das hat Spaß gemacht. Oh, schön. Haha. Ja. So, komm her, du Arschloch. Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Oh, meine Fresse, war das noch ein letzter Fight. Ey, Leute, Leute, Leute. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Puh, was haben wir denn hier? Stufe 2 ist ja wohl das Mindeste. Fast Stufe 3, also ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Wir haben Tiffany's Telefonnummer, wir haben den Feldbericht, Water Street Gang. Also Water Street Gang. Neue Karaoke-Songs hinzugefügt und 5000 sonst was.
irgendeine Währung. So, Triadenpunkte. Der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Machen Sie einen Angriff nach oben, wenn Sie niedergeschlagen wurden. Das ist geil, den habe ich schon immer geliebt, den Move. Leute, ich glaube, es klingt irgendwie ein bisschen schlauer, wenn man immer nur einen Zweig gehen würde, ihr versteht? Weil ich glaube, mit jedem je weiter man nach rechts geht, desto bessere Moves kriegt man. Ah, das klingt aber so verlockend. Ganz ehrlich, Leute, ich nehme das hier, zusätzlicher Schaden durch alle Schlagangriffe, weil wir schlagen viel und an der Stelle muss ich das einfach einlösen. So, jetzt bringen wir noch die Jahresstatue zu unserem großen Meister. Es ist soweit, in einer Stunde an der vereinbarten Stelle. Wovon redet der Typ? In einer Stunde an was für einer Stelle? Ich muss mal überlegen, wer da war nochmal Waymond? You're late. Conroy's still watching me. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond. Where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond. I gotta get back. Your state of mind is important, Way. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine! Well, that's for me to decide! You mean Pendrew! Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wei, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Ja, das ist unser Mittelsmann. Von der Polizei. Und wir haben ihm gerade einen Korb gegeben. Ich muss da auch zustimmen. Man kann nicht so moralisch wertvoll handeln, wenn man hier undercover arbeitet. So, hast du dich ausgeschlafen? Oh, es klingelt. Beeil dich. Jemand hat doch noch das Telefon geklingelt, oder war das der Wecker? Drücken Sie mehrmals L, um Ihre Primärziele durchzuschalten. Okay, Winston, komm sofort ins Restaurant, Winston, okay. So Leute, wir machen an der Stelle Schluss und wir sehen uns in Part 8. Jo, macht's gut.